So gut, Chat. Ich möchte heute noch das neue Jansky-Video gucken. Mal sehen, was Jansky so vorbereitet hat. Habe ich das gerade richtig gehört, dass Jansky ein neues Intro hat? Ich gehe krachen. Was? Jansky hat ein neues Intro. Ich bin wirklich gespannt. Es klang so anders. Hat er ein neues Mikrofon? Moin Moin Leute, Biermann hier. Willkommen zu diesem Video. Jetzt muss ich mich erstmal richtig hinsetzen. Was ist denn das jetzt? Jansky, das ist ja absoluter Stilbruch. Okay. Moin Moin Leute, Biermann hier. Willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Niklas dreht mich schon wieder. Noah macht den Niklas. Und Niklas rammelt mich nochmal weg. Was bist du jetzt? Okay, doch nicht. Wo ist die Lübe fast tot gewesen? Wir sind Leute tot von mir. So. Aber das konnte ich selber sehen. Oh, Jakob, stark. Oh, oh. Vorne, ja. Achtung, ne. Oh, da vorne. Da steht ein Außennetz. Ja. Oh, Jakob tot. Geht den ja ab, Alter. Scheiße. Sorry. Ach, nee. What the fucking donkey. Oh. Clean, move clean, clean, clean. Niklas. Okay. Der Dirty Driver. Wo ich gesehen habe, wie spät er da reingebremst hat, dachte ich mir, das kann nicht gut gehen. Huch. Interesting. Ups. Achtung, innen sendet einer noch rein. Boah. Ups. Was ist denn das für ein Renner? Ist das LFM? Shit, will. Yeah, it was very interesting. But I gained three positions. Hä? Wo ist die Zündung aus? Alter, dass wir die Tasten immer noch nicht runtergelegt haben. Niklas, dass du diese dreckige Taste immer noch nicht von deinem Lenkrad runtergenommen hast. Was ist denn da los? Jesus. Don't ask me how the fuck they are doing that. Ja, nice. Why the fuck was I ignition off? I didn't hit the button for it. Has to be the menu. Gott. Mein Kabel, mein Lenkrad. Oh, mein Lenkrad. Ja, mein Kabel. Halt. Oh, geht schon mal gut los. Ja, einzige Clip Nummer 1. Schön, dass du streamst. Ey, ich muss mein Kabel irgendwie festmachen, das reißt für die ganze Zeit aus, wenn ich das besitze. Der Typ, Alter, er macht mich fertig. Oh, da wird einer gedreht. Oh mein Gott, da ist irgendwas passiert hinter mir. Perfekt, ich bin ganz tot. Ja, wow. Mein Rennen ist gelaufen. RTG. Wow. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das jemals herkam. Das ist ja so ein Internet-Ding, ne? Aber wer zum Kuckuck hat denn seinen Chat in Comic Sans? Macht man das extra, um zu triggern? Also Noah, falls du das hier irgendwann sehen solltest, machst du das, um Leute zu triggern eigentlich? Mit Absicht? Weil, also, ich glaube, das Internet ist sich wirklich fast einig, dass das die hässlichste Schriftart ist auf dem ganzen Planeten. Oder? Also, das ist doch die meist verpönteste Schriftart, die es gibt. Comic Sans. Fällt mir gerade mal so auf. Boah, Junge. Knallt das rein. Thank you.
Boah, Junge, das knallt gerade richtig rein. Krass. 6-7 Stunden lang trainiert. Für das, dass du T1 stirbst und dann Schikane endgültig stirbst, weil einfach gar kein Turnen mehr gehabt. Alter, das tut weh. Das tut sehr weh. Oh, we've seen this before. Come on, give me. Nein, Nils hat den Schnurres weggemacht. Oh! Give me power, I need to get both at once. Ja. So kann man auch überholen. Warum muss ich das immer demonstrieren? I don't know. That was probably not smart. Nobody backed off there. There was 3 people not backing off. Yeah, there might be some. Maga. Nils. To catch both at once. Maga, du hast so viel Rennerfahrung. Du bist jetzt schon am 400-Meter-Schild. Wo willst du denn da hin? Maga, Nils. Du bist die größte Hoffnung für mich. Ich liebe dich über alles. Warum? Warum du? Warum gerade du? Mann! Ja. So kann man auch überholen. Warum muss ich das immer demonstrieren? I don't know. That was probably not smart. Nobody backed off there. There was 3 people not backing off. Yeah, there might be something on me there. Well, that wasn't bald, that was stupid, probably. Drive through, okay. Oh, that's a rough one. I deserved, I guess. Ja, nice Video. Ja, vor allem, ich war heute nicht einmal dabei, glaube ich. Das ist eine Leistung. Wenn ich nicht in irgendeinem Jansky-Video dabei bin, dann habe ich eine gute Woche gehabt. Eine sehr, sehr gute Woche. Oh, einige Scheiße. Okay. Ach du Scheiße. Junge, es ist so... Oh, die Schifte, Alter. Oh, das zieht in die Ohren, Junge. Sag mal, hast Crotone seine Zuschauer? Eine Trottel, Alter. Ich krieg schon wieder zu viel. Oh, Junge. Oh, Junge. Der geht rein. Oh. Scheiße. Danke. Mann, das wäre so cool geworden. Oh, oh, oh. Jo, Sascha. Junge. Ja, sehr gut. Oh, oh. Oh. Was ist denn los? Hallo? Did I send it or did I not didn't send it? Yeah, you oh, send it! Nein! Wo bin ich Gumball? Oh. Nein, warum, Sascha? Ich hab einfach diese Linie im Kopf und dann krieg ich den nicht raus. Kann ich rüber, kann ich nicht rüber, ich weiß es nicht. Oh! Immer diese Last-to-First-Fahrer, danke fürs Warten. Ja gut, dann war so eine halbe Last-to-First-Challenge. Bin Vorletzter. Gut, dass wir Letzter waren, ja. Oh. Und er kann sich auch mal für eine verkackte Linie entscheiden, ey. Zünd die da. Ich finde das übrigens, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Videos sind Momentaufnahmen von der Situation, wo es den Fahrern oft nicht sehr gut bekommt, dass die in solchen Videos drin sind. Weil ich vermute, im Nachgang, wenn sie es angeguckt haben, würden sie die Aussagen wieder revidieren. An manchen Stellen würde ich behaupten, dass das den Fahrern nicht sehr gut tut. Gut, dass wir Letzter waren, ja. Oh.
Und er kann sich auch mal für eine verkackte Linie entscheiden, ey. Zünd die Dive. Ja, müsste so eine Dive zünden. Nein. Ich hab's geschafft, ich bin ausgewichen. Junge, ich hab noch mal Gas gegeben, damit ich den Porsche nicht erwische. Heilige Scheiße. Junge, den habe ich aber komplett gedodged. WTF. Kann auch nicht mehr, Mann. Warum fahre ich hier mit Monster über? Warum tut mir das an? Ich hoffe, die haben jetzt alle Angst. Eigentlich ist das ja alles eine psychologische Kriegsführung. Das haben einfach alle Angst vor mir. Ja! Und wenn mich irgendeiner anrammelt und hier wieder mit 10 Sekunden kaputt fährt. Gibt doch keine Live-Regel, oder? Och, Digga. Das hat tatsächlich nicht gewollt, ne? So ein Bot, Junge. Ja, wieder fair. Witzige Dinge. Hast du das bis jetzt selber? Ich verstehe die Videos manchmal nicht mehr. Du bist immer weiter rübergekommen. Ja, du hattest da keinen Platz verdient, aber du bist dann auch noch ein Stück nach links wieder gefahren am Ende. Natürlich. Ja, muss er doch. Ich kann ja nicht von der Leitbank aus die Kurve anfahren. Nee, du solltest ja auch zurückziehen, du blöden Hund. Wieso? Ich bin doch da. War zwar da, ich war ganz in, weiß nicht, was das Problem ist. Hallo, ich bin da. Wie sind denn so die Kommentare? Also ich glaube, dadurch, dass das Daily, nicht Daily, sondern Weekly gemacht wird, ist das echt, weiß nicht. Irgendwie, mir fehlen zwischendurch so ein bisschen die Wins. Also, wisst ihr, die Wins, dass mal was Positives passiert. Weil wenn man sich das Problem ist immer, pass auf, das Problem bei der ganzen Sache, was ich schon seit einigen Videos so sehe, dass die Videos lassen einige Fahrer sehr unsympathisch dastehen. Also die kommen wirklich super, super unsympathisch weg. Gerade jetzt bei Cordonas, ist ein lieber netter Typ, ne? Aber der sieht in den Videos immer aus wie ein richtiger Bösewicht. Sagen wir es mal so. Ich finde das überhaupt nicht witzig, B-Phaser, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde das nicht witzig. Also ich finde auch diese Unfälle nicht mehr witzig. Ich kann nicht mehr lachen darüber. Wisst ihr, damals, als Jansky noch, sag ich mal, einmal im Monat oder so ein Video gemacht hat, da war das noch witzig und geckig so. Aber jetzt siehst du halt... Was mir dabei immer ein bisschen sauer aufstößt, sind so diese Dinge wie, oh, zünd mal eine Dive und dann wird da eine Dive gezündet und so. Und das ist zwar immer alles so witzig und hihihi, aber auf Dauer, wenn du das jede Woche siehst, das ist halt so, I don't know. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, aber lachen kann ich darüber nicht mehr. Also über die wenigsten Sachen kann ich selber noch lachen. Das liegt aber nicht an Jansky oder an den Protagonisten, sondern das ist einfach nur traurig, sich das anzugucken, dass es dafür reicht, jede Woche so ein Video zu füllen. Wir müssen mal überlegen, das jede Woche. Und da sind immer dieselben Leute dabei, ne? Also dieselben 4, 5 Menschen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist jede Woche 4, 5, 6 Menschen und das wird jede Woche geschnitten. Und das Problem ist, dass das sind alles super sympathische Dudes, ne? Die da fahren, aber es wirkt, also sie sehen halt dabei immer unangenehm auffallend aus. Das finde ich mir schade. Und zumal solche Sätze halt auch nochmal gedroppt werden, alles für den Content und zünd mal eine Bombe und das sind ja so immer wiederkehrende Dinge und weiß ich nicht. Nee, eben, genau, Sean, das ist ja das, was ich sage, ne? Wir gucken das ja nur, wir sind ja nicht in der Community drinne, also schon, aber nicht so sehr, dass wir wissen, was da passiert. Das heißt, wenn die untereinander einen Running Gag haben, der sich 10 Minuten, Viertelstunde aufbaut, dann können wir das nicht nachvollziehen. Und in den Videos kannst du das nicht nachvollziehen. Also entweder müsste man die Geschichte besser erzählen, dass die Leute dabei nicht so rüberkommen, wie sie rüberkommen. Weil für einen Außenstehenden sieht es halt immer noch aus wie Divebomben und sinnlose Manöver. So, das Witzigste war, dass Nick das ja im Motor ausgemacht hat. Das finde ich ein bisschen schade, wenn ich die Kritik mal äußern darf an der Stelle. Oh, stimmt. Nils, sein Bart war weg. Das stimmt. Aber das fand ich nicht witzig. Das ist eher traurig, weil Nils, sein Lörres war richtig stabil.